Hallo, mein Name ist Michael Herzog und ich bin Freifunker aus dem Ruhrgebiet. In einem der letzten Tutorials haben wir unsere erste eigene Firmware auf Basis von Loon gebaut. Jetzt, wo wir das können, möchten wir natürlich auch ein weiteres praktisches Helferlein des Freifunkadministrators nutzen, die automatische Update-Funktion, kurz und bündig auch Auto-Updater genannt. Damit eine Firmware vom Auto-Updater akzeptiert wird, müssen wir ein digital signiertes Manifest erstellen. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Dazu müssen wir nur wieder ein paar Sachen nachinstallieren. Die ECDSA-Utils enthalten die notwendigen Tools, brauchen aber selbst erstmal libucc für die notwendige Mathemagie. Ah, das reimt sich. Okay, ich bin hier wieder auf meiner virtuellen Maschine. Da gehen wir mal zurück ins Home-Verzeichnis und arbeiten uns durch die Installationsanweisungen durch. Sudo apt-get install, und zwar die Pakete cmake, doxygen, git, make und pkg-config. Einige dieser Sachen werdet ihr eventuell schon im Zuge des Firmware-Tutorials installiert haben. Das ist aber nicht schlimm. Der Paketmanager schaut in dem Fall nach neueren Versionen und überspringt die Pakete einfach, wenn alles auf dem neuesten Stand ist. So, als erstes klonen wir uns libucc. Das Prinzip kennt ihr ja schon. Git clone http://git.universe-factory.net/libucc. cd libucc und cmake.slash für den Aufruf des C-Compilers. Aha, sieht gut aus. Der nächste Schritt ist make. Und dann installieren wir die Library in unserem System mit sudo make install und sudo ldconfig. Ja, libucc ist abgefrühstückt. Okay, die ECDSA-Utils sind auf GitHub. Wir kopieren also wie bei Loon die Adresse aus dem kleinen Feld hier und klonen mit git clone, rechte Maustaste zum Einfügen und ab dafür. CD in das erzeugte Verzeichnis und wieder die Installationsanweisung befolgen. mkdir build, Verzeichnis Bild erzeugen. CD build und C-Compiler Aufruf mit cmake.slash. Dann make und Installation mit sudo make install. Sieht gut aus. Gleich mal testen, ob uns die ECDSA-Utils auch brav einen Schlüssel erzeugen. ECDSA-keygen-s für einen geheimen Schlüssel. Funst. So, ECDSA-Utils installiert, dann probieren wir mal den Ernstfall. Wir wechseln in unser Loon-Verzeichnis aus dem letzten Tutorial und erzeugen unseren geheimen Schlüssel. ECDSA-keygen-s Größerzeichen tutorial-secret.key. Das Größerzeichen wird wie ein Pfeil gelesen, also hallo liebes System, schreibe die Ausgabe nicht auf den Bildschirm, sondern in die Datei tutorial-secret.key. Wie das beim digitalen Signieren so ist, brauchen wir zum geheimen Schlüssel auch noch das passende Gegenstück, den öffentlichen Schlüssel. Den erzeugen wir mit ecdsa-keygen-p, kleiner Zeichen tutorial-secret.key, größer Zeichen tutorial-public.key. Passt. An dem Punkt müssen wir jetzt erstmal ein bisschen tricksen. Den Auto-Updater können wir ja nur nutzen, wenn wir auf einem Router eine veraltete Firmware haben, die aber schon den neuen Schlüssel akzeptiert, den wir gerade erst erstellt haben. Würde sagen, dann bauen wir uns eine neue, veraltete Firmware und hinterlegen darin unseren Schlüssel. Erstmal den öffentlichen Schlüssel in die Zwischenablage kopieren. Dann öffne ich meine bestehende site.conf von Freifunk Emscherland im Texteditor meiner Wahl. Das könnt ihr mit eurer Site ganz genauso machen. Ich setze hier jetzt einfach mal voraus, dass ihr mit Vim grundlegend zurechtkommt. Ansonsten folgt einfach meinen Anweisungen. So, wo ist denn der Auto-Updater-Teil? Hier. Erstmal müssen wir eine URL angeben, unter der der Auto-Updater nach den Updates suchen soll. Das Ziel sollte auf jeden Fall über IPv6 erreichbar sein. Ansonsten können Freifunknoten ohne direkten Internetzugang das Update mit großer Wahrscheinlichkeit nicht abrufen. Ich wechsle mit I in den Einfügen-Modus, lösche den hinteren Link weg und mache aus images.mal.tutorial.freifunk-emscherland.de. Der Auto-Updater macht bei den Signaturen eine N-aus-M-Überprüfung. Für die Firmware muss es also mindestens so viele gültige Signaturen geben, wie bei Good Signatures angegeben wird. In unserem Fall muss es eine gültige Signatur von entweder Chris oder Philipp geben. Mit Good Signatures 2 könnten wir aber auch eine gültige Signatur von Chris und eine gültige Signatur von Philipp fordern. Da wir nur einen Key generiert haben, bleibt Good Signatures bei uns auf 1.
Philipps Schlüssel lösche ich komplett. Chris' Schlüssel überschreibe ich mit unserem Schlüssel aus der Zwischenablage. Rechte Maustaste, einfügen. Das Spiel wiederhole ich jetzt nochmal für die Beta-Updates und die Experimental-Updates. Man kann sich natürlich trefflich darüber streiten, ob automatische Updates für etwas anderes als die hochoffizielle Stable-Firmware überhaupt Sinn machen. Ihr könnt diese Blöcke auch komplett aus der Site.com vorausschmeißen und nur den Eintrag für Stable stehen lassen. Okay. Zur Sicherheit ändere ich jetzt auch nochmal die Netzwerkkennung ab, damit sich nicht aus Versehen jemand auf unseren Spielknoten einwählt. Yo. Raus aus dem Einfügen-Modus mit Escape, dann Doppelpunkt WQ für Write Quit, also speichern und Vim verlassen. Ein kurzer Blick mit Cat in die Zeit.mk, ob es irgendwelche Voreinstellungen gibt, auf die wir aufpassen müssen. Ah ja, die Versionsnummer steht auf 071, die werden wir auf jeden Fall gleich überschreiben müssen. Aber erstmal holen wir uns mit Make Update nochmal alle Ressourcen zum Firmware-Bau zusammen. So. Und dann schauen wir mal. Unsere Firmware braucht eine ganz niedrige Versionsnummer. Also make gluon-release gleich 0.0.1. Ein Standard-Target steht ja schon in unserer Zeit.mk, ansonsten schreibt ihr das zu eurem make-Aufruf natürlich dazu. Stunden später. Die alte, neue Firmware ist durchgebacken. Um die Version besser unterscheiden zu können, benenne ich das Images-Verzeichnis um in Images001. Dann machen wir das gleiche nochmal in grün. Diesmal setzen wir aber wieder die richtige Versionsnummer, 0.7.2. Und wieder gehen ein paar Stunden ins Land, bis unsere neue Firmware fertig ist. Okido. Wie es weitergeht, verrät uns die Dokumentation von Luan auf der Seite zum Auto-Updater. Genau, für die 0.7.2-Firmware müssen wir eine Manifest-Datei erstellen. Also sagen wir make manifest. Unser Luan-Branch ist allerdings stable. Rödel, rödel. Jetzt kommen wir zum Signieren. Kopieren. Und einfügen. $secretkey ist ein Platzhalter. Das ist bei uns tutorial-secret.key. Experimental ist auch falsch, da muss stable hin. Für den Auto-Updater müssen wir natürlich nur die Sys-Upgrade-Firmware signieren. Die Factory-Firmware kann man genauso signieren, es gibt aber keinen Automatismus, der diese Signatur voraussetzt. Schauen wir uns mal an, wie so ein signiertes Manifest überhaupt aussieht. Cat images slash sysupgrade slash stable.manifest. Hier kann man sehr schön die Informationen sehen, die sich der Auto-Updater zu seiner Entscheidungsfindung herunterlädt. Pro Zeile haben wir eine Hardware-Kennung, die Versionsnummer, eine Art Fingerabdruck und der Name der Firmware-Datei. Bevor wir hier irgendwie anfangen, Router umzuflashen, überprüfen wir erstmal zu Fuß, ob denn unsere Firmware und die Schlüssel zusammenpassen. ECDSA verify minus S. Dann der Fingerabdruck, minus P, unser öffentlicher Schlüssel, dann der Pfad zur Firmware-Datei. Images sysupgrade, den Dateinamen kopiere ich mir hier raus. Und es passiert nichts. Das ist gut, wirklich. Das heißt, dass der Schlüssel und die Firmware zusammenpassen. Glaubt ihr nicht? Okay. Holen wir uns den Befehl mal zurück und ändern den Schlüssel. Okay, jetzt habe ich den Schlüssel ganz kaputt gemacht. Das ist auch kein Schlüssel. Moment, ich fange noch mal weiter vorne an. Besser. Wie ihr seht, Fehlermeldung. Schlüssel ist doof, wird nicht akzeptiert. Okay, wir kommen zum Finale. Ich logge mich auf einem Freifunkrouter ein und probiere unsere Firmwares aus. Zwischendurch habe ich mir natürlich die Firmware auf den Image-Server gelegt, damit ich sie überhaupt online abrufen kann. Ab nach Temp. Die erste Firmware muss ich zu Fuß herunterladen, weil sie von der Versionsnummer her ein Downgrade ist und die bestehende Emscherland-Firmware auf dem Router den Tutorial-Schlüssel auch nicht kennt, sondern nur die Schlüssel von Philipp und Chris. Einmal Cache leer machen und ein manuelles System-Upgrade anstoßen. Natürlich geht dabei irgendwann die SSH-Verbindung verloren, weil Sys-Upgrade den Prozess beendet.
Versuchen wir uns mal neu zu verbinden. Nope, ist doch beschäftigt. Also schauen wir mal, ob schon was auf dem Mesh-Viewer zu sehen ist. Auch noch nicht. Ah, nochmal neu verbinden. Aha, da tut sich was. Der Mesh-Viewer hat sich noch nicht aktualisiert, aber vielleicht ist was auf der Statusseite zu sehen. 0, 0, 1. Passt. Okay, dann können wir ausprobieren, ob der Auto-Updater unsere Firmware akzeptiert. Wir könnten jetzt warten, bis der Router selbst nach einem Update sucht, wir könnten aber dem Auto-Updater auch einen kleinen Schubs geben. Schauen wir uns dazu nochmal die Doku an. Auto-Updater-F. Aha, sieht verdammt gut aus. Aha, lad, lad, lad. Und da ist die SSH-Verbindung auch schon wieder hin. Restart Session. Nein, zu früh. Nochmal. Okay, da kommt wieder eine Antwort. Statusseite aktualisieren. Perfekt, unser Tutorial-Knoten hat sich erfolgreich automatisch aktualisiert. Und das war's auch schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei weiteren Spielereien mit Luan und danke, dass ihr bei Freifunk mitmacht.